Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Animal Crossing und mir. Ja, ich bin nicht tot. Ja, ich weiß, es sind 144 Tage vergangen, seit das letzte Video online kam. Und ja, ich weiß, dass ich hier einen richtig geilen Sushi-Stand habe, in so einer richtig geilen Vitrine, die ich geschenkt bekommen habe. Ich weiß, Leute. Ja, also, in diesem Video werde ich euch sagen, warum ich die letzte Zeit kein Video hochgeladen habe, beziehungsweise wie es in Zukunft weitergeht. Und was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, bla bla bla. Und ich nutze die Zeit einfach mal, um zum Beispiel... Oh, guck mal, wie viele Leute hier sind. Und es ist jemand Neues eingezogen. Den kenne ich auch selber noch nicht. Gucken wir uns gleich an. Und wir reden aber erstmal mit Aki. Denn der will ja wohl hoffentlich nicht wegziehen, oder? Ja, ich will dich besuchen. Ganz, ganz klar. Ich habe noch nie einen Bewohner besucht. Geil. Ich gehe einmal seit Jahrzehnten wieder in Animal Crossing rein und die laden mich gleich zu sich nach Hause ein. Das finde ich sehr toll. Also ich hatte jetzt schon ein paar Mal, dass sie zu mir nach Hause gekommen sind, zu den ungünstigsten Zeitpunkten, aber dass ich zu denen darf, hatte ich bisher auch noch nicht. Hi, bitte komm rein. Ja, hi, du hast richtig das schöne Haus. Also früher war das ja bei Animal Crossing so, dass man dann auf Gegenstände klicken konnte und die dann auch kaufen konnte und sowas. Sie sagen auch was dazu? Diese Bambusbank hat mir immer gute Dienste geleistet. Nirgendwo sonst kann man sich so gut ausruhen und gleichzeitig gewichtig stemmen, Häschen. Toll. Also sie sagen trotzdem was. Ich hätte so gerne diese Rolle da hinten. Die ist so cool. Ich liebe diesen japanischen Style. Okay, Aki, was machen wir? Jetzt, wo ich bei dir bin. Grillen wir? Heben wir ein paar Gewichte? Was machen wir? Fühl dich hier ganz wie zu Hause, Häschen. Ja, aber wie denn? Hier gibt's ja nicht mal Musik. Ja, wie? Mehr machen wir nicht? Du grinst mich einfach nur an? Einfach nur angrinsen? Falls du Interesse hast, ich will ein paar meiner Sachen verticken. Doch, wie früher. Ja, ich will was. Ich will was. Ich habe ja eben schon gesagt, was ich haben will. Ich will diese Rolle hier hinten. Ganz. Nein, nein, nein. Nicht den Bonsai-Tisch. Ah, den gibt's mir auch gar nicht. Hab ich selber. Na gut, dann möchte ich dieses Ding hier. Das Pavillon-Dings? Paravent heißt das. Krieg ich auch nicht? Ja, lol. Hast du denn überhaupt irgendwas, was du mir verkaufen kannst? Die verkaufen mir wahrscheinlich nur Sachen, die nicht japanisch sind. Kann das sein? Dann nehme ich dir deinen hässlichen Fisch weg, weil der ist viel zu hässlich. Aber die hast du mir doch geschenkt, oder nicht? Ich krieg sogar geschenkt. Das ist ja sehr nett. So, ich habe dein Haus hübscher gemacht. Gut, oder? Okay, toll. Das war also der Besuch bei Aki. War auf jeden Fall lustig. Ja, aber mit dir auch. Dein Lieblingssong ist King KK. Okay. Den schenkt sie mir auch noch. Macht man das so? Wenn man jemanden zu sich einlädt, dass man den dann noch beschenkt? Das ist der allerbeste Fanboy, den ich jemals in meiner Stadt hatte. So, okay. Das war jetzt ein bisschen überraschend, dass sie mich eingeladen hatte. Eigentlich wollte ich mich überreden. Warum kamen denn keine Videos? Wie schon gesagt. Oh Gott, hier ist Wild Unkraut. Unkraut muss weg. So, das liegt... Zum einen daran, dass ich, wie vielleicht einige von euch wissen, mein Abitur nachhole und das in einer Fernschule bei der ILS, wenn ihr das auch noch wissen wollt. Heißt, ich kriege das Unterrichtsmaterial einfach nach Hause geschickt und darf dann eigenständig lernen, was ich lernen möchte. Beziehungsweise ich muss alles lernen und das dann am besten behalten und am Ende von so einem Unterrichtsheft, das dann immer mal so 80 bis, ja, kann auch mal 150 Seiten lang sein, ist dann eine Arbeit. Fällig, die man schreiben muss. Die schickt man dann einem Fernlehrer, der korrigiert das. Und davon musste ich halt ganz, ganz viele machen in den letzten 3 Jahren. Habe ich auch neben YouTube die ganze Zeit gemacht. Und jetzt war das allerdings so, dass ich in meinem dritten Abitur-Lehrjahr bin, quasi im letzten. Hallo Lupo. Und das bedeutet, ich muss halt dieses Jahr fertig werden. Mir fehlten zum Jahresbeginn allerdings noch 30 Arbeiten. So, das sind jetzt, wie viel? Ja, 4 Monate oder was? Naja, 30 Arbeiten. Früher brauchte ich immer so eine Woche pro Arbeit und jetzt habe ich das halt gemacht, dass ich das tatsächlich geschafft habe, alle 2, 3 Tage eine Arbeit zu schreiben. Und wie gesagt, war da immer so ein Heft durchlesen drin. Am besten noch behalten, was da drin steht. Meistens auch noch irgendwie Pflichtlektüre, wie der Untertan oder sowas, was dann auch nochmal 400 Seiten sind, richtig behindert. Und ja, das musste ich alles machen. Oh, eine schöne Krone, die hätte ich gern, aber ich glaube, die ist zu teuer. 1 Million, die ist genauso teuer wie die andere Krone. Are you serious? Will ich nur das Ding hier. Und ja, das habe ich halt mehr oder weniger die letzten 4 Monate gemacht. Bin auch... Ich habe es tatsächlich hinbekommen, das alles fertig zu machen. Das finde ich sehr, sehr cool. Damit habe ich mich qualifiziert zu einem Prüfungsvorbereitungsseminar, das jetzt auch gerade läuft. Das geht jetzt noch bis übermorgen, glaube ich. Und ab dem 25. habe ich dann so Prüfungstests... Also so eine, oh, Rainer ist auch da. Also schon eine richtige Prüfung, wie auch die Abiturprüfung, aber nur zum Testen, mehr oder weniger. Also es ist nicht die richtige Prüfung, aber auch ich muss auch diese Prüfung bestehen von der ILS, so eine Testprüfung, damit ich zur richtigen Prüfung mit den ganz normalen Abiturienten zugelassen werde.
Und das ist dann auch der ganz normale Abiturabschluss. Also nicht irgendwie Fachabi oder sowas, sondern ein ganz normaler Abiturabschluss. Und das ist halt mein Ziel. Und ja, das ist jetzt halt in der nächsten Woche dran. Das heißt, bis dahin werden auch erstmal keine Videos kommen. Danach kann ich mir sehr gut vorstellen, wir könnten die Angelo kaufen. Allerdings ist das die Fälschung, die will ich nicht. Ist auch nicht die Angelo, ist die Da Vinci, weil ich natürlich. Der Da Vinci, wie er das erkennt, ist oben rechts ist Kaffee. Ein Kaffee. Abdruck. Deswegen ist wrong. Ist richtig wrong. Kauf mir lieber dieses komische Tsunami-Ding. Keine Ahnung, wo man da erkennen konnte, ob es richtig oder falsch ist. Danke, Rainer. Bis denn, Rainer. Ich hoffe, du hast mir keine Fälschung gegeben, Rainer. Weil sonst wäre ich richtig böse. Und da kommen wir auch zum zweiten Thema in dieser Folge. Und zwar habe ich meinen Avatar ein bisschen angepasst, wenn euch das noch nicht aufgefallen ist. Früher hatte der ja so kleine Augen, jetzt ist er ein bisschen mehr wie mein Profilbild. Das heißt, er hat große Augen und ich kann tolle Sachen damit machen. Zum Beispiel, Leute, ich kann die Augen kleiner machen. Und ich kann meine Pupillen bewegen und dann sollten sich die kleinen Pupillen auch bewegen. Und richtig witzig sieht das aus, wenn ich dabei auch noch böse bin. Und ich finde es auch richtig witzig, wenn man die Augen so klein und wieder groß und klein und wieder groß. So, ja, genau, das habe ich verändert. Ich habe diese Augen verändert. Ich hoffe, die sehen jetzt besser aus als vorher. Beziehungsweise man kann ein bisschen mehr dazu relaten. Ich mag sie auf jeden Fall mehr. Das war mega viel Aufwand. Ich hoffe, ihr appreciated das. Was machen die ganzen Münzen hier? Man wird ja richtig reich in meiner Stadt. Ansonsten kann ich meine Ohren endlich bewegen, wenn ihr das jetzt hier mal anguckt. Und wenn ihr euch wundert, warum meine Augen dabei auch immer ein bisschen größer werden, das liegt daran, dass die Ohren mit meinen Augenbrauen verbunden sind. Ja. Das ist normal, oder? Dass die Ohren mit den Augenbrauen verbunden sind? Ich glaube schon. Hallo Carsten. Du kennst mich so. Hä, wieso kennen die mich alle noch? Bei Carsten zu Hause sieht das richtig cool aus, muss ich sagen. Da, 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 da. Wieso hat er hier so ein hässliches Bidet? Ach man, sein Haus ist so hübsch. Und dann hat er hier einfach so ein Bidet stehen. Ach Gott. Ist gar kein Bidet, oder? Nennt man. Ach egal. Ich glänze hier schon wieder mit Unwissen. Hoffentlich nicht so wie in der Abiturprüfung. Das wäre ein bisschen schlecht. Da habe ich auch richtig Angst vor Mathe, ne? Die anderen Fächer sind alle okay, aber Mathe habe ich sehr, sehr viel Angst. Hoffentlich kriege ich das hin. Ja. Ansonsten benutze ich auch ein anderes Programm jetzt für meinen Avatar hier. Und zwar nicht mehr Facewig, wie ich das davor gemacht habe, sondern ich nutze jetzt Live2D Studio. Vielleicht sagt das den einen oder anderen was. Blöder Stein hier. Und da kann man halt tolle Sachen einstellen. Zum Beispiel, dass sich der Avatar auch bewegt, wenn man sich selber bewegt. Also so nach links und rechts kann er sich bewegen. Und er kann auch größer werden und kleiner werden. Guck, ich bin jetzt ganz klein hier hinten. Das ist toll. Und der Schwanz bewegt sich auch anders. Also wenn ihr den früher noch wisst, da ist der Schwanz immer so nach links und rechts gewobbelt, so ganz unnatürlich. Und jetzt wobbelt er halt auf der einen Seite nur so ein bisschen rum. Ja, und die Haare oben sind auch anders. Habe ich mir ganz viel Mühe mitgegeben. Ah, ich will nicht. Hatte ich nicht. Ich habe doch zwei Sachen gegessen, oder nicht? Hallo. Müssen wir hier die ganzen Steine kaputt machen? Ah, nee, habe ich nicht. Ich habe nur einen gegessen. Schlau von mir. Wowie. Dann essen wir halt noch die andere Kokosnuss. Einfach mal mit Schale. Wer kennt's nicht? Schöne Kokosnuss mit Schale. Kann man mal machen. Denn ich will meine ganzen. Oh. Ich will meine ganzen Steine. Meine Kinderschaufel. Ja, da oben haben. Wo wir eben bei Rainer waren. Da waren ja schon fast alle Steine außer zwei. Hallo Ottokar, kennst du mich dann auch noch? Oh, hallöchen Dizzy. Dich habe ich ja schon eine Weile nicht gesehen. Warst du verreist? Oh, was hast du denn so gegessen? Hast du mir was mitgebracht? Ah, Ottokar ist so süß. Ich liebe ihn. Wir haben einen neuen Bewohner, der ist hier eingezogen. Das ist jetzt leider ein Affe geworden. Das Witzige ist ja, zur letzten Folge, also vor 144 Tagen, da ist jemand ausgezogen. Zur nächsten Folge, also zu dieser Folge, wollte ich eigentlich einen neuen Bewohner suchen. Und es ist dieser blöde Kack-Simon geworden, was einfach ein Affe ist. Eigentlich wollte ich einen der neuen Charaktere mir holen. Weil die sind witzig. Da habe ich mir auch schon einen rausgesucht. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Das Doofe ist jetzt, wir müssen erstmal jemanden vor Simon rausscheuchen, damit wir dann Simon rausscheuchen können. Das wird, glaube ich, schwer. Weil wen haben wir denn so in der City, den wir nicht mögen? Ach, guck mal, wie hässlich er ist. Ich hasse Affen. Sorry, Leute, aber ich hasse Affen. Und alle anderen sind leider richtig cool. Höchstens Carsten. Höchstens. Alle anderen finde ich eigentlich perfekt. Oh, und es war davor auch perfekt, dass der bevor Simon da war, weggegangen ist, dass der einfach weggegangen ist. Und jetzt haben wir hier Simon. Oh, ich bin so unglücklich. Ich kann übrigens noch nicht weinen. Das muss ich erst noch animieren. Aber ich kann. Was kann ich denn noch? Hier, ich kann excited sein. Wow. Da fehlt so ein Effekt, ne? So ein. Wow! Wo ist jetzt der Affe hin? Den wollte ich schon nochmal Hallo sagen. Jetzt ist der Affe einfach abgehauen. Ich fass es nicht! Blöder Monkey. Und.
Finde ich den jetzt noch oder nicht? Und danach müssen wir dann gucken, wie es weitergeht. Also Animal Crossing wird wahrscheinlich trotzdem noch eine Weile weitergehen. Ich habe mir Elden Ring geholt, beziehungsweise habe ich mir eine Steam-Bibliothek geholt von jemandem, der Elden Ring hat. Heißt, ich könnte Elden Ring aufnehmen. Ist die Frage, ob Elden Ring dann überhaupt noch in ist. Weil ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass es jetzt schon nicht mehr so in ist. Oh, ist das für Mochis, dieses Ding hier? Ja, ein Mochi-Mörser! Oh mein Gott, wie geile Sachen es heute gibt. Gab es ein neues Update, dass sie hier so krasse Japan-Sachen haben? Ist ja komplett wild. Ja, aber Elden Ring können wir machen, zum Beispiel auch im Stream. Ich habe mir auch verschiedene Stream-Add-ons noch geholt, dass man zum Beispiel auf meinen Avatar hier Sachen raufschmeißen kann. Das fand ich ganz witzig. Und auch andere Sachen. Also ihr könnt mal auch streamen. Muss ich mal gucken, ob das auch bei YouTube geht oder ob das wieder nur Twitch-exklusiv ist. Kann ja sein. Ich wollte eine Schaufel haben. Und so ein komisches Katzenspiel habe ich mir auch noch geholt, wo man Katzen suchen muss. Das sah ganz witzig aus bei Jay. Könnt ihr euch also auch noch drauf freuen. Stimmt, es gibt Lampen von oben. Geilo, nehme ich auch mit. Aber ansonsten wollte ich, glaube ich, gar nicht viel mehr sagen als das. Boah, Schule ist doof, war auch anstrengend, jetzt aber geschafft, mehr oder weniger. Seminare noch hinbekommen und dann diese Prüfungsarbeiten. Keine Ahnung, wann ich die richtigen Arbeiten schreibe. Wünsche mir auf jeden Fall trotzdem Glück, dass ich die auch nicht verpasse. Und dann würde ich aber sagen, war es das mit dieser Folge. Danke fürs Zuschauen. Die nächste Folge wird wahrscheinlich nicht so lange auf sich warten lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wie süß seid ihr denn, dass ihr da mitmacht?